So, hallo allerseits. Wir sind jetzt wieder bei einem Live-Coding, was wir beim letzten Mal begonnen, aber noch nicht beendet haben. Es geht jetzt weniger darum, wie man irgendetwas implementiert, sondern es geht jetzt einen Schritt weiter darum, wie man sich die Korrektheit klar macht. Welche Gedanken man sich dazu machen sollte bei dieser Art von Code, bei algorithmischem Code vor allem, aber das sind natürlich auch Gedanken, die über das Algorithmische hinausgehen, auch in anderen Bereichen genauso von Bedeutung sind. Und nicht nur, welche Gedanken man sich machen sollte, sondern wie man so etwas sinnvoll verschriftlichen kann, strukturieren kann, um sicherzugehen, dass man nichts Wesentliches vergisst bei der Korrektheit einer Methode oder darüber hinaus eines größeren Softwarepakets, dass man nichts vergisst, dass man an alles gedacht hat und oft genug, das haben wir mehrfach bei den Live-Codings bisher gesehen, oft genug ergibt sich durch diese Verschriftlichung an manchen Stellen die Einsicht, ups, der Code, den ich bisher implementiert habe, ist doch nicht korrekt, da muss man noch ein bisschen was anders machen oder die Vorbedingungen an den Nutzer der Methode sind noch nicht ganz so korrekt, die müssen noch ergänzt werden. Das Beispiel hier haben wir schon gesehen in der dritten Vorlesung. Wird auch nicht nochmal jetzt hier implementiert, denn das haben wir schon mal implementiert. Ist die Schriftgröße okay oder sollte die noch ein bisschen größer werden? Ich gucke vor allem nach hinten. Größer. Gut, dann machen wir es ein kleines bisschen noch größer. Das sollte dann aber hoffentlich reichen. So. Es geht darum, zwei Listen miteinander zu vergleichen, lexikografisch. Das heißt, wenn sie sich im ersten Element schon unterscheiden, so wie hier in dem ersten Fallbeispiel, dann soll schon das die Entscheidung sein, B kommt vor C in diesem Beispiel. Wenn sie sich erst in einem späteren Element unterscheiden, so wie hier E und D, dann soll hier an dieser Position der kleineren der beiden Werte entscheiden, also D kommt vor E. Das heißt, diese Liste ist lexikografisch vor dieser Liste, auch wenn sie länger ist. Das, was danach kommt, spielt keine Rolle. Hier an der dritten Position gibt es einen Unterschied, der entscheidet. Präfix hatten wir noch gesehen als wichtigen Fallbeispiel. Identität, zwei Listen, die dieselben Werte haben, sollen dann eben gleich sein. Was bedeutet beim Comparator, dass der Wert 0 rausgegeben wird und die leere Liste soll allen anderen Listen vorgeordnet sein, lexikografisch, soll am Anfang kommen. In diesen Beispielen, die sind natürlich nur illustrativ mit Zeichen, natürlich ist die Methode generisch, hatten wir so implementiert, mit einem beliebigen Datentyp und mit einem beliebigen Vergleichsparameter. Selbst bei Zeichen macht es Sinn, den Vergleichsparameter offen zu halten, indem man ihn übergibt als ein Parameter, so wie hier, wie wir das immer gemacht haben. Warum ist es da sinnvoll? Naja, zum Beispiel, weil es verschiedene Strategien gibt, verschiedene Regeln gibt, wo man die Umlaute einsortiert. Man kann die Umlaute identisch zu den entsprechenden Buchstaben einsortieren, dass A und Ä gleich behandelt werden in der Sortierung. Man kann den Umlaut Ä gleich behandeln mit AE, mit der Umschrift AE. Man kann die Umlaute auch das Ä vor das A packen, insgesamt vor das A packen. Da gibt es verschiedene Regeln, die man anwenden kann. Und wenn Sie sowas offen halten wollen, beispielsweise eben bei Zeichen, wo die Umlaute einsortiert werden oder das scharfe S oder andere Sonderzeichen, dann müssen Sie das Ganze, so wie hier, in einen Comparator auslagern und für jede einzelne dieser verschiedenen Regeln, wie man Umlaute einsortieren kann, entsprechend eine Comparator-Klasse bauen. So. Die Methode kennen wir schon, nur mal ganz kurz nochmal.
Das Ganze ist eine Schleife. Wir laufen mit zwei Laufpointern, P1 und P2, synchron durch die beiden Listen. Zuerst sind beide auf der Position 0, also auf der ersten Position, dann auf der Position 1, Position 2 und so weiter. Und jedes Mal, wo nichts Großartiges passiert, wo wir feststellen, dass die beiden Zeichen gleich sind, werden dann diese beiden Laufpointer 1 fortgeführt. Aber vorher, bevor wir das machen, müssen wir noch einige Fälle prüfen, die jeweils zum Ende dieses Durchlaufs für sich jeweils führen. Zum Beispiel müssen wir diesen Fall prüfen, dass wir jetzt dreimal durchgelaufen sind durch zwei identische Strings, zwei identische Listen und dann über beide zugleich hinausgelaufen sind, weil sie identisch sind. Wir hatten gesehen, dass es ganz sinnvoll ist, das hier als Bedingung in die Wildschleife reinzutun. In dem Moment, wenn beide gleich Null sind, ja, das logische Komplement der Fortsetzungsbedingung, in dem Moment, wenn beide gleich Null sind, wird die ganze Schleife abgebrochen und es wird Null zurückgeliefert. Wir sind in dem Fall ganz am Ende angekommen, dass diese beiden Listen identisch sind. So. An dieser Stelle, ab hier, wissen wir, dass mindestens einer von den beiden Laufpointern noch auf ein Listenelement zeigt, noch nicht über das Ende der Liste hinausgelaufen ist. So, das heißt also, wenn wir hier tatsächlich, wenn diese Abfrage true ergibt, wenn tatsächlich der erste Laufpointer über das Listenende hinausgelaufen ist, dann wissen wir, dass wir in dem Fall hier sind. Der erste ist über die Liste hinausgelaufen, A, B, da haben beide noch jeweils Gleichheit ergeben. Jetzt der erste 0, der zweite nicht gleich 0. Wir haben ein Präfix gefunden und liefern dementsprechend den dafür vorgesehenen Wert zurück. Das ist spiegelsymmetrisch hier, für den Fall, dass eben das Präfix genau umgekehrt ist. Und wenn die beiden Fälle nicht der Fall sind, dann wissen wir, beide Laufpointer verweisen momentan auf ein Objekt. Keiner von beiden ist über das Listenende hinausgelaufen. Und dann können wir losgehen und die beiden miteinander vergleichen. Wenn der eine kleiner ist, wird das zurückgeliefert. Wenn der andere kleiner ist, wird das zurückgeliefert. Wenn keiner der beiden Fälle zutrifft, dann ist das Ergebnis vom Comparator 0. Das heißt, sie sind beide gleich, die beiden Listenelemente. Und in dem Fall ist es richtig, diese Position zu verlassen, weil da nichts zu entscheiden ist, und sich dann die nächste Position anzusehen mit dem hier. So, die Methode kennen wir. Nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Jetzt haben wir wieder unsere ganze Checkliste, wenn man so will, die wir durchgehen jetzt. Erstmal Wohldefiniertheit, dass das Programm nicht abstürzt. Genauer gesagt, in Java heißt das, dass keine Runtime-Exception geworfen wird oder sonst irgendwelches merkwürdiges Verhalten passiert, was nicht beabsichtigt war. Division durch Null, wir dividieren überhaupt nicht, also können wir abhaken. Arithmetischer Überlauf. Ja, es gibt keine arithmetischen Operationen, also können wir abhaken. Lesender oder schreibender Zugriff auf Null. Das hat uns ein bisschen Überlegung gekostet, als wir das im dritten Vorlesungstermin uns überlegt haben. Nur noch mal ganz kurz. Also, wo greifen wir denn auf ein Objekt zu und erwarten, dass dieses Objekt tatsächlich existiert, dass dieser Variable nicht auf Null verweist? Einerseits hier, an den beiden Stellen, und andererseits an den beiden Stellen greifen wir jeweils mit Punkt auf Attribute zu. Aber wenn das Programm an eine dieser Stellen kommt, hier in diesem Bereich, dann ist ja vorher schon alles Mögliche abgefangen worden. Das P1 gleich 0 ist abgefangen worden, das P2 gleich 0 ist abgefangen worden. Da kommt
da kommt der Code, der, das Programm gar nicht hin. Und P1 und P2 haben sich dann bis hierhin nicht geändert. Das heißt, wenn Sie hier an dieser Stelle ungleich 0 waren, dann sind Sie hier unten auch ungleich 0. Und das heißt, ein Zugriff auf 0 ist nicht möglich. Das heißt, können wir auch abhaken. Lesender oder schreibender Zugriff auf nicht existente Array-Komponente. Hier gibt es keine Arrays. Also weg damit. Letzter Punkt, Würfe von anderen Runtime-Exception. Ja, da ist ja nichts dran an dieser Methode, was noch irgendwelche Problematik mit sich bringen könnte. Oh, hatte ich hier jetzt nicht korrigiert, das tut mir sehr leid. Das ist noch ein Überbleibsel von einem Fehler, den ich eigentlich schon korrigiert hatte. Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich noch irgendwo einen List-Node? Nee. Danke. So. Also da kann auch nichts mit anderen Runtime-Exceptions passieren. So, damit ist Wohldefiniertheit klar. So, Termination. Warum ist das keine Endlosschleife? Es ist jetzt erstmal nicht offensichtlich von dem Code, dass das keine Endlosschleife sein kann, aber hier kommt jetzt wieder die Vorbedingung ins Spiel. Wir haben hier als Vorbedingung gesagt, die beiden Parameter, die auf Listen verweisen sollen, verweisen tatsächlich auf die Anfänge zweier korrekt gebildeter linearer Listen. Wir würden in eine Endlosschleife kommen, wenn das möglicherweise, wenn das nicht der Fall war. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Liste, die sich zyklisch schließt. A verweist auf B, B verweist auf C, C verweist wieder auf A. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, der Laufpointer läuft immer weiter, dann durchläuft er A, B, C, 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 immer weiter endlos. Aber Vorbedingung sagt, das ist nicht der Fall. Zwei korrekt gebildete lineare Listen, wenn der Nutzer, das ist wieder der Vertrag, wenn der Nutzer nicht diese Vorbedingung einhält, dann braucht die Methode auch nicht das zu tun, was sie eigentlich tun soll. Bitte? Ach so, Sie wollten nur hinweisen, dass da eine Frage ist. Sorry. Moment, okay. Hier, steht hier ein oder steht hier ein und? Was ist korrekt? Ich bin der Meinung, das oder ist korrekt. Solange mindestens eins von beiden ungleich null ist, soll es weitergehen. Ich denke, das ist die korrekte Logik. Kein Problem. Aber gut, dass Sie nachgefragt haben. Es ist immer sinnvoll, solche Sachen nochmal zu klären. Da war noch eine Wortmeldung oder auch nicht? Gut. So, Termination wegen Vorbedingung korrekt gebildete lineare Listen, so könnte man das vielleicht schreiben, und wegen, also ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht noch versuche, hundertprozentig korrektes Deutsch zu formulieren, neben allem anderen, worauf ich mich jetzt hier konzentrieren sollte. Wegen Vorbedingung und wegen Variante. Was ist die Variante? Nochmal, was ist die Variante allgemein? Das ist eine Aussage, wie sich von Schleifendurchlauf zum Schleifendurchlauf der Zustand des ganzen Szenarios ändert, sodass wir daraus schlussfolgern können, irgendwann kommt es zur Abbruchbedingung. Also irgendwann ist die Fortsetzungsbedingung der Wahlschleife nicht mehr erfüllt. Logisches Komplement ist die Abbruchbedingung. Und wegen der Variante, in jeder Iteration wird die Position von P1 und P2 um 1 erhöht. So, mehr
glaube ich, braucht man an dieser Stelle nicht zu schreiben. Alles andere ergibt sich automatisch. Wenn es korrekt gebildete Listen gibt, gibt es nur endlich viele Positionen in der Liste. Es gibt keine Zyklen. Und wenn es nur endlich viele Positionen in der Liste gibt und in jedem Durchlauf die Position um 1 erhöht wird, muss irgendwann mal die letzte Position und darüber hinaus erreicht worden sein. Diese Weilschleife terminiert, auch wenn wir das vielleicht nicht hier so unmittelbar vom Code ablesen können. Korrektheit der Resultate, Output und Nachbedingung. Nachbedingung haben wir hier wieder keine. Zur Erinnerung, Nachbedingung ist sowas wie, ich gebe als Parameter ein Array ein und erwarte als Nachbedingung, dass dieses Array dann sortiert ist, wenn die Methode fertig ist. Wir haben hier nur einen Output, nämlich diese natürliche Zahl plus 1, minus 1 oder 0. So, die Invariante der Schleife. Nach h größer gleich 0 Iterationen gilt. Das hat sich bewährt als floskelhafte Formulierung, wie man solche Invarianten einführen kann. Das hatten wir schon mehrfach gehabt. Nicht irgendeinen Laufindex, den wir hier sowieso nicht haben. Bei Arrays haben wir vielleicht einen Laufindex i oder j. Haben wir hier gar nicht. Führen wir eine weitere ganzzahlige Variable, eine mathematische Variable ein. So, was wissen wir? Was ist wichtig für die Korrektheit? Zunächst einmal wissen wir etwas über P1 und P2, was wichtig für die Korrektheit ist, nämlich wo die nach H-Iterationen stehen. Vielleicht nochmal ganz kurz nach H-Iterationen, was das heißt. Unmittelbar vor der ersten beziehungsweise unmittelbar nach h größer 0 Iterationen. So, was wissen wir über P1 und P2? Warum ist das jetzt schon wieder auf Fettdruck? P1 und P2 stehen auf der Position. Auf welcher Position? Nach einer Iteration auf der Position nicht mehr von auf 1, 0, sondern auf 1. Auf der Position H in den beiden Listen. Jetzt könnte ich natürlich hier noch genauer schreiben, was für zwei Listen das sind, aber das ergibt sich, denke ich, aus dem Kontext ganz klar. Die beiden Listen auf die List 1 und List 2 verweisen. So, es gibt aber noch mehr, ist noch mehr notwendig. Womit habe ich denn hier argumentiert? Zum Beispiel an dieser Situation hier, dass das E und das D entscheiden. Ich habe damit argumentiert, dass alles, was davor war, in den beiden Listen identisch war. Und das ist natürlich auch wichtig für die Korrektheit des Ergebnisses. Wenn das, was vor dieser dritten Position, das E und das D, also das B und das C, wenn die nicht identisch wären in beiden Listen, wäre offensichtlich das Ergebnis falsch. Also müssen wir noch dazu schreiben, an den, oder frage ich mal, sage ich mal so, bis Position H-1 sind die beiden Listen identisch. Ja, das ist eine nicht unwesentliche Sache, die tatsächlich gilt. Und wenn die nicht stimmt, dann stimmt die ganze Methode nicht. Dann haben wir irgendwo in irgendeiner Iteration irgendwas falsch gemacht. So, Induktionsanfang, wie immer Induktion. H gleich 0. Gleich 0.
nach null Iteration, genau, h minus 1. Ich gebe den mal Nummern, damit ich die ansprechen kann. 1 und 2. 1 ergibt sich sofort aus der Initialisierung von P1 und P2, nämlich auf das erste Element jeweils, also das Element mit Position 0, unmittelbar vor dem ersten Durchlauf. Und was ist mit 2? 2 ist eine leere Aussage. Es gibt keine Position h-1, also bis Position h-1, könnte ich vielleicht noch mal genauer schreiben, an den Positionen 0 bis h-1 sind die beiden Listen identisch. Und wir wissen, bei h gleich 0 ist das natürlich minus 1. Wir wissen, eine Sequenz von 0 bis minus 1 ist eine Menge, von 0 bis minus 1 ist eine leere Menge. Und das heißt, kein einziger Index, keine einzige Position muss diese Bedingung erfüllen. Die Bedingung ist leer, eine leere Bedingung ist immer erfüllt, ist immer true. So, was ist die Induktionsvoraussetzung? Ja, was habe ich bei der Formatierung falsch gemacht? Nach h-1 Iterationen, also wir sind jetzt hier im Fall h größer 0, nach h-1 Iterationen gilt, kann ich das genau abschreiben. Das würde man sicherlich irgendwann nicht mehr, hier h-1 und hier h-2 entsprechend angepasst, eins weniger. Das würde man natürlich irgendwann nicht mehr immer explizit hinschreiben. Deshalb schreibe ich hier auch jedes Mal Maxi-Version hier überall dahinter. Das würde man einfach sich denken, es sei denn, in der Klausur gebe ich die Aufgabe, Sie sollen die Induktionsvoraussetzung explizit hinschreiben. So, der Induktionsschritt. So, jetzt, das ist der Punkt und warum ich die Induktionsvoraussetzung hier hinschreibe. Es wäre schon immer sinnvoll, sich genau zu überlegen, wie die Induktionsvoraussetzung in den Induktionsschritt eingeht. Nach Induktionsvoraussetzung sind die beiden Listen bis Position, wie viel? Bis Position h-2 identisch. Falls es einen Unterschied, ja, jetzt habe ich die Autokorrektur abgeschaltet, jetzt korrigiert er auch nicht mehr automatisch. Falls es einen Unterschied an Position h-1 gibt, entscheidet der daher. Ja, jetzt habe ich die Induktionsvoraussetzung eingebaut. Dahingehend, dass ich sagen kann, okay, bis dahin ist alles dasselbe gewesen, diese Position entscheidet. So. Jetzt, das sind wir schon mehrfach durchgegangen, brauchen wir nicht jedes Mal aufs Neue. Wenn beide gleich 0 sind, kommt 0 raus, richtig. Wenn nur einer gleich 0 sind, kommt entsprechend minus 1 oder plus 1 raus. Und ansonsten, wenn Sie sich so rum oder so rum entscheiden, kommt wieder minus 1 und plus 1 raus. Offensichtlich wird in diesem Fall die
Methode oder die Schleife, um genau zu sein, abgebrochen und das korrekte Ergebnis zurückgeliefert. Es ist immer so eine Frage, wo kann man jetzt beginnen mit offensichtlich zu schreiben, ohne das nochmal genauer zu begründen. Das ist natürlich eine Abwägungssache, vielleicht zum Teil auch Geschmackssache. Sie kennen das aus der Mathematik, das ist OBDA trivial. Und Sie sitzen dann davor stundenlang und beißen sich die Zähne aus. Und wenn Sie am nächsten Termin dann den Professor fragen, wie geht das denn nun, dann wird der vielleicht auch wieder eine halbe Stunde davor stehen an der Tafel und sich die Zähne ausbeißen, weil es vielleicht doch nicht so OBDA-trivial ist und so weiter. Sie kennen das. Vielleicht nur so viel zur Klausur. Da werde ich Ihnen genaue Anweisungen geben, gegebenenfalls, wie genau Sie etwas auszuführen haben oder nicht, sodass Sie nicht vor der Frage stehen, darf ich da jetzt mit offensichtlich arbeiten oder muss ich da jetzt noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und noch mehr Details schreiben. So, Korrektheit des Outputs. Ja, was ist die Korrektheit des Outputs? Das ist einfach, das ist einfach die Aussage, warum will er das nicht? Aussage der Invariante bei Abbruch der Methode, der Schleife bzw. Methode. Ja, denn die Invariante sagt, also Teil 2. Bei Abo. Denn bis dahin sind die beiden identisch und das war's dann. So, nehmen wir uns, falls es dazu keine weiteren Fragen mehr gibt, nehmen wir uns ein nächstes Beispiel her. Das kennen wir auch schon, Elemente in einer Liste paarweise vertauschen, haben wir auch in der dritten Vorlesung schon mal gemacht. So, dass wir das jetzt nicht nochmal implementieren müssen. Die Implementation habe ich wieder übernommen. Auch wieder aus einer veralteten Version, wie ich sehe. Also Versionsprobleme. So, okay. Worum ging es da? Kann man wieder am besten an einem Beispiel sehen. Wenn das die Listenelemente sind, A bis J, dann werden die ersten beiden miteinander vertauscht, die nächsten beiden und so fort bis zum Ende. Und wenn die Anzahl der Listenelemente ungerade ist, soll das letzte Listenelement einfach an der letzten Position stehen bleiben, mit nichts vertauscht werden. Gut, wir kennen die Methode. Wir haben hier einen Trick angewandt, der oft potenziell sinnvoll ist, also sinnvoll ist, um eine Fallunterscheidung am Anfang der Liste zu vermeiden, dass Sie, das haben Sie beim Einfügen gesehen, Einfügen vor dem ersten Listenelement muss anders behandelt werden als Einfügen irgendwo anders in der Liste. Da hatten wir jeweils eine Fallunterscheidung gemacht. Das ist kein Beinbruch, so eine Fallunterscheidung zu machen. Anstattdessen kann man aber auch mit so einem Dummy-Element arbeiten. Sie richten Dummy-Element ein, lassen das dann auf den Kopf der Liste verweisen, sodass das erste Listenelement nicht mehr das erste Listenelement ist und dementsprechend auch keine Sonderbehandlung benötigt, müssen dann aber daran denken, dass Sie dann natürlich nicht Dummy zurückliefern, sondern das nächste Element nach Dummy, was dann das erste Element der echten Liste ist. Das muss nicht mehr der Kopf da unten, an der Stelle muss nicht mehr der Kopf der ursprünglichen Liste sein, deshalb diese ganze Operation. So, was haben wir da gemacht? Jetzt haben wir die Möglichkeit, eben vor dem ersten Listenelement unseren Laufpointer zu platzieren, damit wir die ersten beiden Listenelemente umdrehen können von dieser Position aus. Das ist diese Umdrehoperation. Da haben wir uns in der dritten Vorlesung intensiv damit auseinandergesetzt.
dass das tatsächlich das leistet, was es soll, nämlich die beiden nächsten Elemente p.next und p.nextnext zu vertauschen. Und natürlich müssen wir dann danach weitergehen, diesmal nicht einen Schritt weiter, sondern zwei Schritte weiter, denn wenn wir A und B vertauscht haben, vorher haben wir hier vor A, vor dem ersten Element gestanden, dann müssen wir zwei weitergehen, damit wir auf der Stelle stehen, um dann D und C miteinander zu vertauschen und so weiter. Also dann immer zwei weiter. Und Abbruchbedingung ist, wenn wir entweder das nächste Element schon gar nicht mehr existiert oder, das ist der Fall bei einer geraden Anzahl, dass wir dann hier stehen und, also genau gesagt, dann hier stehen und das nächste Element existiert nicht mehr. Oder im ungeraden Fall stehen wir hier, dann gibt es natürlich immer noch ein nächstes Element, aber kein übernächstes mehr. Und das sind die beiden Fälle, die wir abgefangen haben. Das ist die ganze Methode. Und jetzt wieder durchgehen. Division durch 0, können wir knicken. Es gibt keine Division, arithmetischer Überlauf, es gibt auch keine Arithmetik. Richtig? Ja, richtig. Lesender oder schreibender Zugriff auf, was ist das jetzt? Lesender oder schreibender Zugriff auf 0. Das ist natürlich etwas kniffliger. Müssen wir aber nochmal genau durchgehen. Das haben wir schon mal durchgegangen, aber vielleicht nochmal zur Sicherheit. Wenn p.next ungleich 0 ist, dann können wir auf p.next.next zugreifen und in diesen zweiten Teil dieser Fortsetzungsbedingung kommen wir auch nur, wenn hier tatsächlich true herauskommt. Wenn hier schon false rauskommt, wenn p.next 0 ist, kommen wir hier gar nicht rein. Das heißt, hier kommen wir nicht in Probleme rein, dass wir hier auf p.next gleich 0 zugreifen, auf das Attribut .next von 0, was ja nicht existiert. So. Wenn wir hier drin sind, wenn also diese Bedingung erfüllt ist, dann wissen wir natürlich erstmal p.next existiert. Wir wissen auch p.next.next existiert. So, jetzt p.next ist gleich p.next.next. Das kann 0 sein, der Wert, der da drin ist, kann 0 sein, aber p.next kann nicht 0 sein, hatten wir gesehen. Und p.next ist nicht 0, passt. Und p.next ist nicht 0, passt auch hier. p.next.next kann 0 sein, aber das stört uns nicht. Es würde uns nur stören, beziehungsweise es würde, was ist denn jetzt los? Es würde zu einem Programmabbruch führen, wenn p.next gleich 0 ist. Okay. Gut, also auch kein Lesen- oder Schreibzugriff auf 0. Array-Komponenten haben wir jetzt hier auch nicht und Würfe von anderen Runtime-Exceptions sehe ich hier beim besten Willen keine Möglichkeit. So, Termination. Im Grunde dasselbe wieder wie eben, wegen Vorbedingung, also Liste, korrekt gebildete lineare Liste. Und der Variante diesmal etwas anders. In jeder Iteration steigt die Position von P um 2. Ja, wir gehen ja hier immer gleich zwei Schritte voran. Also sie steigt insbesondere. Und da es nur endlich viele Positionen gibt, ist sie irgendwann mal am Ende der Liste angekommen. Da terminiert sie. Korrektheit der Resultate, auch hier haben wir keine Nachbedingung, sondern eine Rückgabe nur. So, was ist die Invariante dieser Schleife? Fangen wir erst einmal wieder an mit unserem Standardformulierung. Nach h größer gleich 0 Iterationen gilt. So, was gilt jetzt? Wo steht P? P steht in der um Dummy erweiterten Liste jeweils an einer bestimmten Position.
Achso, korrekterte Resultate, Moment, das muss an anderer Stelle gehen. Nicht hier, sondern bei der Formulierung der Invariante. So, 1. P steht an Position 2H. P steht an Position 2H, der um Dummy erweiterten Liste. Nicht? Wir haben Dummy vorne hingehängt. Vor der ersten Iteration steht es an Position 0, nämlich auf dem Dummy-Element. Achso, Dummy Start heißt das. Also hier unten nochmal Dummy Start. Und jedes Mal geht es um 2 Schritte weiter, also deshalb 2H. Und das zweite ist, ja, jetzt müssen wir sagen, was bisher passiert ist. Die Elemente, der Liste, der um Dummy erweiterten Liste. Sie sehen, ich schreibe das immer dazu, um ja Missverständnisse zu vermeiden, von welcher Liste ich hier spreche. Denn hier haben wir 2 Listen, die subtil miteinander zusammengehören. Die ursprüngliche Liste und die um Dummy erweiterte Liste. Ja. Erwarten Sie nicht, dass Ihr Leser oder Sie selber nach einem Jahr sofort verstehen, welche Liste gemeint ist, wenn Sie es nicht genau hinschreiben. Die Originalliste oder die um Dummy erweiterte Liste. An den Positionen, an welchen Positionen ist das jetzt? 1 bis wie machen wir das? 2H sind paarweise vertauscht. Das sind die richtigen Positionen, nicht? Denn die ersten beiden Elemente der ursprünglichen Liste haben jetzt Position 1 und 2, wenn Dummy Position 0 hat. Dann 3, 4 und so weiter und so fort, bis 2H. Alle anderen Elemente haben unveränderte Positionen. Das ist wieder eine Abwägungssache, ob man diesen zweiten Halbsatz oder diesen zweiten Hauptsatz unbedingt hinschreiben muss. Oder ob man davon ausgehen kann, dass dem Leser schon klar ist, dass an dieser Stelle nichts sich verändert hat bis dahin. Da gibt es keine Wahrheit. Also je mehr man solche Sachen schreibt, umso unübersichtlicher wird das Ganze natürlich. Ist schlecht, aber je kürzer man schreibt, umso größer ist die Gefahr, dass man wichtige Informationen für den Leser doch nicht hingeschrieben hat, die man zwar vom Leser erwartet, die der Leser dann aber doch nicht mitbringt. Da gibt es keine endgültige Wahrheit. Im Zweifelsfall vielleicht doch eher lieber sowas nochmal dazu schreiben, als es aus Versehen dem Leser wichtige Informationen nicht zu vermitteln. Ach so, vielleicht nochmal einen Punkt zurück. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal ganz kurz zurück, was mir noch einfällt, bei Compare. Zu den Vorbedingungen steht CMP ungleich 0. Sorry, das fällt mir bei dieser Situation erst ein. Ich wollte es eigentlich früher sagen, natürlich, als wir uns damit befasst haben. Es scheint sich von selbst zu verstehen. Ja, ich meine, warum soll man die Methode aufrufen ohne einen Vergleich? Versteht sich aber nicht unbedingt von selbst. Es gibt viele, viele Methoden, da kann so ein Parameter durchaus den Wert null beinhalten und die Logik ist dann, dass die Methode irgendeinen Standardwert hernimmt. Ja? Auch wenn es für Sie selbstverständlich ist, dass CMP nicht null sein darf, muss es nicht für den Nutzer der Methode selbstverständlich sein, dass CMP nicht null sein darf. Deshalb ist es sehr, sehr sinnvoll,
auch solche Kleinigkeiten, die anscheinend, die ihnen selbstverständlich möglicherweise erscheinen, doch explizit hinzuschreiben. So, also hier jetzt wieder zurück. Paarweise vertauschen. So, jetzt haben wir die Invariante. Wieder, wie eben, eine Aussage über den Laufindex, Laufpointer, den diesmal nur einer im Gegensatz zur vorhergehenden Methode, und darüber, sozusagen, was bisher geschah. Ja, wie bei so einer Staffel einer Fernsehserie, was bisher geschah. Und Induktionsanfang, naja, bei 1. P steht auf Dummy Start, also Position 0. Schreiben wir wieder ruhig dazu, was bedeutet Induktionsanfang? H gleich 0. Und zweitens, wenn wir gerade 0 Iterationen haben, dann ist 2H 0. Wir haben wieder die Situation von 1 bis 0. 2 ist eine leere Aussage, die per se wahr ist. Ich möchte doch bitten, die Gespräche ins Bistro zu verlagern. Das ist bequemer, man kann sich gegenüber sitzen, man muss nicht immer so den Hals wenden und die Nebenwirkungen auf die Umgebung sind da auch nicht so dramatisch. So, Induktionsvoraussetzung, wieder dasselbe, hier alles statt H, H minus 1. Nach H minus 1 Iteration gilt, beziehungsweise hier haben wir ja auch H größer 0. Warum ist das jetzt wieder in Fett? So. P steht an Position 2 mal H minus 1, genau 2 weniger. Und an den Positionen 2H minus 1. So, der Induktionsschritt. Nach Induktions... Ich habe mich so bemüht, das zu vermeiden, aber doch nicht geeignet. Nach Induktionsvoraussetzung sind die Positionen 1 bis 2 H minus 1 korrekt vertauscht. Jetzt mache ich das mal ein bisschen einfacher. Unsere Überlegungen aus Vorlesung 03, die ich jetzt hier nicht nochmal in voller Schönheit hier nochmal mit Ihnen durchgehe, haben gezeigt, dass dieser Code tatsächlich die beiden Listenelemente vertauscht. Zeigen, dass Positionen 2H minus 1 und 2H korrekt vertauscht werden. So, korrekt hat es Outputs, ist in diesem Fall auch wieder. Wir werden noch andere Situationen sehen, wo das nicht der Fall ist, aber in dieser Situation korrekt hat es Outputs wieder Aussage der Invariante bei Erreichen der Abbruchbedingung. Ja, wenn wir am Ende der Liste angekommen sind, dann ist alles vertauscht, was zu vertauschen ist. So, jetzt kommen wir mal wieder zu Graphen. Sie erinnern sich vielleicht dunkel, ich glaube, das war jetzt nicht mehr Vorlesung 3, das müsste Vorlesung 4, ja, ich bin mir sicher, es war Vorlesung 4. Graphen. Sie erinnern sich diese bunten Bilderchen, wir haben in einem Graphen Knoten, Knotenpunkte und wir haben Kanten, Pfeile von einem Knotenpunkt zu einem anderen Knotenpunkt und diese
Für dieses ganze Gebilde haben wir schon eine Datenstruktur gebaut. Eine Datenstruktur, eine Klasse für die Knoten eines Graphen, wo wir dann als strukturelles Merkmal die rausgehenden Kanten einfach als ein Array gespeichert haben. Also aus einem Knoten gehen diverse Kanten raus zu anderen Knoten. Und wenn wir an der Struktur des Graphens keine Manipulation vornehmen wollen, wenn wir keine Knoten einfügen und löschen wollen, wenn wir keine Kanten einfügen und löschen wollen, dann ist es adäquat oder dann ist es ausreichend, dass wir das Ganze als Arrays implementieren, für jeden Knoten ein Array von rausgehenden Kanten. Und mit der Klasse GraphArg für Kante eines Graphen. Und jede Kante hat jetzt wieder einen Knoten, verweist jetzt wieder auf einen Knoten. Warten Sie mal, hatten wir anders gemacht. Ich muss da irgendwie eine veraltete Version erwischt haben, dieses Dokuments. So. Für eine Kante gibt es dann der Int-Wert des Knotens, auf den diese Kante verweist. Warum? Weil wir einfach die Knotenmenge wieder als ein Array speichern und die ID eines Knotens ist einfach der Index in diesem Array. Wie gesagt, wir wollen keine Kanten einfügen oder löschen, das heißt, wir können das alles als Arrays machen. Warten Sie mal, so ist das richtig. So. Jetzt haben wir hier eine Methode, die nenne ich reachable, erreichbar. Was ist die Logik dieser Methode? Wir haben einen solchen Graphen gegeben, so eine Struktur aus Knoten und Kanten. Und wir haben einen Startknoten gegeben durch seine ID in diesem Array von Knoten. Und was soll herauskommen? Also zunächst einmal die Vorbedingung, der Graph soll korrekt sein, da darf nichts null sein oder so etwas, alle Arrays müssen ungleich null sein. Und die Start-ID der Startknoten ist in dem Bereich der Knoten drin, ist einer der Knoten, die in diesem Array, in diesem Graphen tatsächlich drin sind. So, und was er rauskriegen soll, das ist der Output, im Prinzip eine Codierung, in der drin steht, welche Knoten alles von diesem Startknoten aus erreichbar sind. Also stellen Sie sich vor, Sie haben das gesamte Straßennetz der Welt. Die Knoten, zum Beispiel haben wir vielleicht einen Knoten für den Kantplatz, einen Knoten hier für die Sackgasse am Ende der Hochschulstraße und die Hochschulstraße zwischen Kantplatz und der Sackgasse am Herrengarten ist dann eine Kante in jeder Richtung, weil es ist ja keine Einbahnstraße, Sie dürfen diese Straße in beiden Richtungen durchfahren, was bei so einer Sackgasse auch sehr sinnvoll ist. Gut. Wenn Sie jetzt den Kantplatz als Startknoten reingeben, dann wollen Sie am Ende alles herausbekommen, alle Knoten herausbekommen, die von Kantplatz aus irgendwie mit dem Auto erreichbar sind. Das heißt im Grunde so ziemlich alle Knoten in Europa, Asien und Afrika. Okay, auf den Inseln natürlich nicht, Großbritannien. Wenn Sie die Fähren und den Zug nicht, den Eurostar nicht mit drin haben, dann können Sie auch Großbritannien nicht erreichen, aber Sie können sicherlich Amerika, Australien, Antarktis und was es sonst noch so alles gibt, nicht erreichen. Ja, und wie ist der Output kodiert? Durch ein Boolesches Array über alle Knoten mit der Semantik für einen Knoten. Also dahin soll hinterher ein Array rauskommen, das sehen Sie ja hier schon in der ersten Zeile, das genauso groß ist wie die Knotenmenge des Graphen, der ja auch ein Array ist. Und für jeden einzelnen Knoten soll da True oder False stehen. True, wenn Sie mit dem Auto dahin kommen können,
Falls, wenn Sie mit dem Auto da nicht hinkommen können. Ja, Sie können sicherlich so ziemlich zu jedem Ort in Deutschland, abgesehen von den Inseln, können Sie hinkommen. Da sollte überall True stehen. Bei jedem Knoten in New York City sollte False stehen. So, das soll die Methode leisten. Aber irgendwie erschlägt es einen erstmal, nicht? Nehmen wir mal an, Sie bekommen diese Methode, so wie sie da ist, ohne jedwede Kommentare, dann wird es sicherlich ziemlich schwierig sein, erstmal zu verstehen, wie diese Methode funktioniert und ob die Methode wirklich korrekt ist oder ob sich da nicht irgendwelche Fehler eingeschlichen haben. Wenn Sie nicht verstehen, wie die Methode funktioniert, dann können Sie ja auch nicht verstehen, ob sich da Fehler eingeschlichen haben oder nicht. Sie können ja gar nichts verstehen. Da ist es dann sinnvoll, wenn derjenige, der die Methode geschrieben hat, vielleicht am besten schon mal strukturiert schreibt, was da drin passiert. Am besten in so einer Form, wie wir sie hier haben, strukturiert, damit Sie möglichst einfach dann verstehen können, was da eigentlich vor sich geht. Denn Sie sehen, allein schon von diesem Bild, was Sie hier sehen, von dem Schriftbild her, da scheint doch eine ganze Menge vor sich zu gehen, was nicht so auf den ersten Blick verstehbar ist. Gut, gehen wir mal durch. Erstmal wieder mit der Wohldefiniertheit. Also bevor wir versuchen, das Ganze zu verstehen, gehen wir erstmal wieder unsere Punkteliste hier durch, unsere Checkliste. Division durch Null gibt es nicht, keine Division, also nix. Arithmetischer Überlauf, Arithmetik gibt es auch nicht, also nix. Lesender oder schreibender Zugriff auf Null. Wir gehen davon aus, dass die ganzen Objekte, die Knotenobjekte, die Kantenobjekte, das Graphenobjekt nicht Null sind. Also gibt es hier keinen Zugriff auf Null. Lesender oder schreibender Zugriff auf nicht existente Array-Komponente. Das wird natürlich hier mit den ganzen Array-Geschichten deutlich komplizierter als sonst bisher. Versuchen wir es. Also, wir gehen davon aus, das ist Vorbedingung, Start-ID ist im Bereich des Knoten-Arrays in dem Indexbereich, also das ist tatsächlich der Index eines Knotens. Das heißt, hier an dieser Stelle, das wird funktionieren. Wir haben das Array reached genau nach den Knoten geformt, genauso lang. Das heißt, dieser Index wird existieren, das ist kein Problem. So, wo greifen wir noch auf Array-Elemente zu? Hier muss ich leicht korrigieren. So. Wo greifen wir noch auf Array-Elemente zu? Wir greifen hier auf Array-Elemente zu mit einer Node-ID, die wir hier aus einer Datenstruktur herausbekommen, wo wir sie zuerst mal hier eingefügt haben, hier eingefügt und hier eingefügt. Das heißt also, diese komische Head-ID und Node-ID, erstmal diese Node-ID, Entschuldigung, dieses komische Node-ID hier muss ein korrekter Knotenindex sein, denn hier bekommen wir das, was wir reinspeichern in diese Queue, bekommen wir hier aus der Graphenstruktur heraus und die Graphenstruktur ist nach Vorbedingung korrekt. Also muss Head-ID ein korrekter Index eines Knotens sein, Head-Kopf, also da, wo ein Pfeil hinzeigt. Das heißt, hier, das muss wieder stimmen. Entsprechend, wir fügen einen korrekten, wir fügen nur an dieser Stelle fügen wir in die Queue ein und hier natürlich auch nochmal am Anfang. Wir fügen nur korrekte IDs von echt existierenden Knoten ein und bekommen daher
beim Rausholen aus der Queue nur echt existierende Knoten heraus, sodass also hier, wenn wir das in das Knotenarray hineinpacken als Index, dass das ein korrekter Index des Arrays ist. Also sehen, ohne dass wir verstehen, was diese Methode jetzt genau tut, kriegen wir schon ganz gut heraus, in diesem Fall sogar vollständig heraus, dass die Array-Indizes, diese ganze Array-Index-Schlacht, dass das korrekt sein muss. Andere Runtime-Exceptions haben wir wieder mal nicht hier. Ich wüsste nicht, was für eine andere Exception geworfen werden könnte. So. Termination. Wir haben wieder eine Schleife. Eine While-Schleife. While-Schleifen ist erstmal nicht klar, ob es eine Endlosschleife ist, ob es bestimmte Situationen, Konstellationen geben kann, wo das eine Endlosschleife ist, oder ob wir uns sicher sein können, egal wie diese Methode aufgerufen wird, wenn die Vorbedingungen eingehalten werden, dann wird es keine Endlosschleife geben. Hier nützt folgende Beobachtung. Also, die Schleife läuft, solange diese Datenstruktur, die können wir uns jetzt nochmal ansehen, das ist einfach eine Linked List. Q ist ein Interface. Ich denke, es ist ein Interface. Keine Klasse. Ja, ich denke, es ist ein Interface. Ist ein Interface, das vereinfachten, aber weniger umfangreichen Zugriff zulässt, nämlich Einfügen eines Elements hier und hier und Entfernen eines Elements. Und beim Entfernen dieses Elements wird dieses Element auch zurückgerufen, wird zurückgegeben. Wir haben es nicht im Griff, wo das neue Element eingefügt wird in der linearen, in dieser Linked List. Und wir haben auch nicht im Griff, welches Element rausgenommen wird, interessiert uns aber nicht. Egal wie die Logik ist, wo ein Element mit add eingefügt wird, egal wie die Logik ist, welches Element mit remove entfernt und zurückgeliefert wird, der Code wird funktionieren. So, jetzt Terminierung. Warum ist das unter keinen Umständen eine Endlosschleife? Unter der Voraussetzung, dass die Vorbedingungen gelten. Na, machen wir mal eine Beobachtung. Hier geben wir einmal die Start-ID ein und setzen Reached von der Start-ID auf True. So. Und wenn wir hier einen neuen Wert eingeben, dann setzen wir auch Reached davon auf True. Das heißt, in dem Moment, wenn wir einen Knoten in Form seines Index in die Queue einfügen, setzen wir für diesen Knoten Reached erreicht gleich True. Und jetzt gucken Sie hier, unter welchen Umständen fügen Sie denn einen Knoten, also Head-ID ein, nur dann, wenn reached false ist, unmittelbar davor. Nur dann fügen Sie einen Knoten ein, wenn reached in dem Moment noch false ist. Und genau dasselbe haben Sie hier oben. Vorher war reached false, ja, alle Komponenten sind false, wenn Sie das Array einrichten, und in dem Moment wird reached true. Das heißt, Sie fügen nur ein Element in die Queue ein, nur einen Knoten in die Queue ein, wenn momentan noch reached false ist, und setzen in diesem Moment reached auf true. Die logische Konsequenz ist, dass Sie jeden Knoten nur einmal einfügen. Sie sehen ihn das erste Mal, fügen ihn ein, setzen erreicht, reached auf true, und wenn Sie später nochmal zu diesem Knoten irgendwie über eine andere Kante kommen, sehen Sie, reached ist true, der Knoten ist schon erreicht worden, also fügen Sie ihn nicht nochmal ein. Termination,
da jeder Knoten maximal einmal in Q eingefügt wird, was wir uns eben überlegt haben, und die Variante gilt: in jeder Iteration wird ein, ist das eigentlich richtig? Quatsch. Da erzähle ich mir selber jetzt Blödsinn. In jeder Iteration wird ein Knoten aus Q entfernt. Ja, jeder Knoten kann nur einmal eingefügt werden in Q. In jeder Iteration wird genau ein Knoten aus Q entfernt, ohne ein if ganz vorne. Und also genau ein Knoten jedes Mal. Und das heißt, die Anzahl der Iterationen kann nur so groß sein wie die Anzahl der Knoten in dem Graphen. Größer kann es nicht sein. Und wenn die Anzahl der Knoten endlich ist, wie das nun mal sich für so einen Graphen gehört, für einen korrekt gebildeten Graphen, dann heißt es, wir haben nach endlich vielen Schritten, nach endlich vielen Iterationen tatsächlich die Abbruchbedingung erreicht. Ja? Das haben wir indirekt geschlossen. Ja? Das ist was Neues, was wir vorher nicht gehabt haben. Wir haben jetzt indirekt sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge die logisch geschlussfolgert, diese Schleife muss irgendwann zu der Bedingung kommen, dass die Q leer ist, sodass die Schleife dann abbricht. Weil wir eben nicht beliebig häufig Knoten einfügen können und weil wir in Iteration einen Knoten herausnehmen. So, wir haben schon eine ganze Menge geschafft, ohne zu verstehen, wie diese Methode eigentlich genau funktioniert. Also vielleicht verstehen Sie das schon vom Hinschauen, aber würde ich jetzt nicht erwarten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es sofort... Gut, ich kenne dieses Muster. Ich würde sofort erkennen, was da gemeint ist, weil ich das Muster einfach weiß. Das zählt natürlich nicht. So, jetzt, es gibt einen Output. Es soll sich am Graphen nichts ändern. Das heißt also, es gibt wieder keine Nachbedingungen, es gibt nur einen Output. Was ist die Invariante der Schleife? Jetzt wird es zum ersten Mal vielleicht ein bisschen spannend mit der Invariante. Weil das ja erstmal alles noch nicht so richtig zu durchschauen ist. So, was haben wir eben gesagt? Jeder Knoten wird irgendwann mal in die Q eingefügt. Jeder Knoten wird irgendwann mal in die Q eingefügt. In dem Moment wird reached für diesen Knoten auf true gesetzt. Und irgendwann kommt er dann wieder aus, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht als wie viel er dann, irgendwann kommt dieser Knoten wieder aus der Q raus. Muss sein, denn die Schleife ist erst dann zu Ende, wenn die Q leer ist. So, das heißt also, wir haben im Grunde drei Klassen von Knoten, drei Arten von Knoten. Nach H größer gleich 0 Iterationen gilt. So, was haben wir? Erstens, warum ist denn da schon wieder Fettdruck? Erstens, genau H viele Knoten sind etwas, das ich erledigt nennen möchte. Also erledigt im Sinne von zu Ende bearbeitet, nicht im Sinne von müde und tot. Noch eine Frage? Okay, Sie haben voll und ganz recht. Sie müssten eigentlich hier für diese Vorschleife auch nochmal eine Invariante angeben.
Das heißt, ich sollte hier sicherheitshalber in Variante der äußeren Schleife oder der Weilschleife schreiben, um das deutlich klar zu machen, worum es geht. Aber diese Schleife, wenn Sie sich die angucken, das ist die ganz normale Zählschleife, die primitivste Schleife überhaupt. Ich denke, das können wir uns sparen, zu sagen, ja, I durchläuft exakt die Indizes dieses Arrays. Können wir uns hier, denke ich, sparen, ist offensichtlich das Standardmuster. Oder? Ich denke doch, ne? So. Genau, H-Knoten sind erledigt. Das heißt, aus Q wieder entfernt. Insbesondere genau H-Knoten, I-Knoten-IDs, I würde ich sagen, so. Oder ich gebe dem vielleicht einen etwas sprechenderen Namen. Genau H, solche Knoten-IDs sind erledigt, das heißt aus Q entfernt. Insbesondere gilt reached von Node-ID gleich true. Ja, beim Einfügen schon wurde reached auf true gesetzt. Wir setzen niemals reached von irgendeinem Knoten auf false. Sie haben nur diese eine Zeile, gleich true. Und hier nochmal gleich true. Das heißt, nachdem wir beim Einfügen eines Knotens reached auf true gesetzt haben, wird auch beim Entfernen und danach immer für diesen Knoten reached gleich true bleiben. So, jetzt haben wir noch zwei Klassen. Die einen, die gerade in der Queue drin sind und wo reached gleich true ist. Und die anderen, wo reached gleich false ist. So, was ist das Wichtige an der Sache? Also irgendwas muss da noch wichtig sein, denn das allein kann es ja nicht sein. Lassen wir das mal offen. Zunächst mal für den Moment. Wie kommen wir jetzt weiter? Wenn wir Korrektheit des Outputs, versuchen wir es doch mal von hinten her, das Pferd aufzuzäumen. Also, eine Richtung ist, glaube ich, einfach zu sehen. Falls es einen Pfad von Startknoten Knoten zu Knoten namens Node. Also ich glaube, ich bräuchte ein etwas höheres Pult. Vielleicht mache ich es nächstes Mal hier oben. Das ist ein ganz schlechter Winkel für mich zum Tippen. Falls es einen Knoten zu Startknoten 0 gibt im Graphen, nein, umgekehrt. Falls es keinen Pfad gibt im Graphen, dann ist mehr oder weniger offensichtlich reached von Node gleich false am Ende. Ja? Denn wenn Sie sich das vorstellen, wie kann ein Knoten erreicht werden? Na, indem ein Vorgängerknoten auf dem Pfad vom Startknoten aus erreicht worden ist, von dem aus dahin, von dem wieder ein Vorgängerknoten, von dem wieder ein Vorgängerknoten, so weiter bis zum Start zurück. Wenn wir irgendwann mal einen Knoten wirklich gesehen haben, dann ist das passiert über diverse Zwischenknoten, jeweils mit einer Kante von einem Zwischenknoten zum nächsten, und das ist genau ein Pfad. Das ist jetzt die, denke ich, leicht zu verstehende, hoffentlich leicht zu verstehende Richtung. Bitte? Bitte?
Reached von Start Not is True. Reached hatten wir vorne. Also haben Sie ein Problem mit dem Startknoten, mit der Logik? Bitte? Alle sind am Anfang false, aber wir haben dann explizit für Reached von Start-ID auf True gesetzt. Alle Reached sind false. Sie meinen hier, falls es keinen Pfad, keinen Pfad vom Startknoten zu einem Knoten gibt im Graphen, dann kann niemals dieser Knoten erreicht worden sein und dann ist false. Ist daran an der Logik irgendwas problematisch? Bitte? Ja. Okay, machen wir gerne. Sie haben voll und ganz recht. So. So, das ist jetzt die einfache Richtung. Dafür brauchen wir auch nicht allzu viel zu verstehen von der Methode. Jetzt die umgekehrte Richtung. Falls es einen, also sehen, was ich da jetzt gerade mache. Ich versuche zu verstehen, was hier eigentlich von der Korrektheit, was eigentlich sein muss, damit die Korrektheit am Ende richtig herauskommt, um daraus Schluss zu folgern, was ist da wohl das Entscheidende an der Invariante? Also falls es, ich sollte hier dazu schreiben, mindestens, es kann ja viele Pfade geben, mindestens einen Pfad vom Startknoten zu Node-ID gibt. So, jetzt würde ich gerne, schreiben wir es mal versuchshalber, folgt aus der Invariante, dass reached von diesem Knoten gleich true ist. Das muss ich jetzt aber mal, ich habe doch hier Farbe, ja, mal sehen, so. Das muss ich jetzt erstmal in Rot markieren. Ja, da möchte ich hin, um das zu beweisen. So, wie gehen wir jetzt weiter? Jetzt daraus sich zu überlegen, wie muss die Invariante aussehen, damit ich diesen roten Satz schreiben darf? Also, wenn es jetzt einen Pfad gibt vom Startknoten zu diesem Knoten und Reach ist false, dann muss es irgendwo was falsch gelaufen sein. Ich weiß noch nicht, wo es hinkommt. Ich notiere es mir mal hier unten erst einmal. Na, komm schon. Falls, also Widerspruchsannahme, es gibt einen Pfad von Start-ID zu Node-ID. Ich identifiziere die Knoten jetzt einfach mit ihren Indizes. Ich denke, das ist verständlich. Aber reached von Node-ID gleich false am Ende der Methode. Ja, das ist das, was wir nicht haben wollen. Also ist das unsere Widerspruchsannahme. So, jetzt würde ich das folgendermaßen sagen. Es gilt reached von Start-ID gleich true. Ja, wir haben ganz zu Anfang für die Start-ID Reach of True gesetzt. So, wir haben jetzt einen Pfad vom Startknoten, wo Reach gleich True ist, zu einem Knoten, wo Reach gleich False ist. Jetzt müssen wir
Jetzt muss, irgendwo muss es sozusagen die Grenze geben. Die ersten Knoten sind alle true, 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 true. Und dann gibt es einen Knoten, der false ist. Irgendwo muss es den geben. Also sei, den nenne ich jetzt, wie nenne ich den jetzt am besten? Ich nenne ihn jetzt einfach nur mal X-ID, der so, dass der letzte, so dass, oder sei, machen wir es mal so, X-ID nach Y-ID eine Kante auf dem Pfad, so dass reached von XID gleich true und reached von YID gleich false ist. Eine solche Kante muss es geben, wegen reached von StartID gleich true und reached von NodeID gleich false. Ja, wenn Sie sich das vorstellen, nehmen wir nicht true und false, nehmen wir rot und grün. Sie haben einen Pfad, der fängt mit rot an und hört mit grün auf. Sie können sich anstellen, wie Sie wollen. Es muss eine Kante mindestens geben, wo der Startknoten dieser Kante rot und der Zielknoten dieser Kante grün ist. Es ist unvermeidbar. Versuchen Sie ein Gegenbeispiel zu konstruieren, um sich davon zu überzeugen, falls Sie nicht davon überzeugt sind. So. Also, diese Kante gibt es, aber jetzt sind wir eigentlich schon praktisch an der richtigen Stelle. Eine Kante, wo der Startknoten dieser Kante reached ist und der Endknoten dieser Kante nicht reached ist, aber vielleicht ein Absatz neu, wir haben es ja, aber da XID, da reached von XID gleich true ist, war XID irgendwann einmal in Queue. Denn, gucken wir nochmal, hier an dieser Stelle bei der Initialisierung einfügen in die Queue, reached auf true gesetzt. Hier später einfügen in die Queue, reached gleich true gesetzt. Und nur dann wird reached gleich true gesetzt, sonst nicht. Wenn, nur dann, wenn gerade, wenn es auch in der Queue eingefügt wird. So, war irgendwann einmal in der Queue. Und dementsprechend irgendwann mit, was schreibe ich denn da? Mit remove aus der Queue, aus Queue, aus diesem Objekt entfernt. Logisch, weil am Ende, da Queue am Ende leer ist. Muss irgendwann entfernt worden sein. In irgendeiner Iteration ist dieser Knoten gesehen worden. Und jetzt kommt hier diese Schleife ins Spiel, die wir uns bisher noch gar nicht angesehen haben. In der Vorschleife wäre aber YID in die Queue eingefügt worden, also wäre aber Y so rum, reached von YID auf true gesetzt
falls in diesem Moment noch Reached von YID gleich false ist. Ja, das ist ein Widerspruch. Damit haben wir den Widerspruch. So, was habe ich hier jetzt gemacht? Im Grunde habe ich hier argumentiert, dass diese Schleife sozusagen eine lückenlose Verkettung bildet, wie sich die erreichten Knoten im Graphen immer weiter ausdehnen, sozusagen in alle Richtungen. Ein Knoten wird erstmals gesehen. Also ich stelle mir das fast wie so eine Wellenfront vor, die durch den Graphen durchgeht. Die Knoten, die in der Queue drin sind, sind gerade die Wellenfront. Alles innerhalb vom der Startknoten ist da drin und alles, was schon erledigt ist, ist innerhalb dieser Wellenfront. Und alles, was noch nicht gesehen ist, ist außerhalb dieser Wellenfront. Das ist meine intuitive Vorstellung davon. Und hier wird dafür gesorgt, wenn wir einen Knoten aus dieser Wellenfront rausnehmen, wenn der erledigt ist, sozusagen ins Innere dieser Wellenfront kommt, dann werden alle Knoten, die hier erreichbar sind, die von dem Knoten aus erreichbar sind, in die Wellenfront eingefügt, sofern sie nicht schon drin sind. Und das heißt also, und das Ganze hört erst auf, diese Ausbreitung der Wellenfront hört erst auf, wenn alles, was erreichbar ist, erreicht worden ist. Das ist jetzt eine intuitive Vorstellung. Intuitive Vorstellung, wir hatten schon mal, nichts ist so intuitiv wie die Aussage, dass die Sonne sich einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Nicht? Also bevor Sie etwas anderes gelernt haben, war Ihnen das sicherlich intuitiv absolut klar, dass die Sonne sich einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Also intuitiv ist kein Argument. So, was wir jetzt gemacht haben ist, wenn wir tatsächlich einen Knoten, der erreichbar ist, über einen Pfad nicht erreicht haben, dann muss es irgendwo eine Stelle geben, wo das nicht passiert ist, was in der Vorschleife passiert, nämlich dass für einen Knoten, der jetzt erledigt ist, alle erreichbaren Knoten, die noch nicht im Spiel sind, dann ins Spiel gebracht werden, insbesondere Reached ist. So, jetzt haben wir jetzt schon mal so ein bisschen alles zusammengesammelt. Jetzt müssen wir daraus noch einen korrekten Korrektheitsbeweis mit Invariante und so weiter zusammenbasteln. Das werden wir aber heute nicht mehr schaffen. Ich werde das so bald wie möglich auch hochladen. Sie können gerne, wenn Sie wollen, sich das bis zum nächsten Donnerstag selbst versuchen zu überlegen, hoffentlich erfolgreich selbst versuchen zu überlegen. Ansonsten es bietet sich auf jeden Fall an, sich das hier, das letzte Beispiel, bis zum Donnerstag noch einmal zu Gemüte zu führen, über Vorlesungsaufzeichnung oder das Dokument. Und ansonsten bin ich dann, denke ich, für heute durch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.